Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXU.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zu diesem Wochenende. Ja, und wir bleiben natürlich beim Wintermeeting in Paris-Vincennes. Da haben wir Samstag und Sonntag schöne Renntage hier für Sie. Und am Samstag, da gehen wir dann gleich rein. Ein Rennen habe ich da für Sie rausgesucht. Da geht Traders an den Ablauf, der ja so gut war im Monté. Und am Sonntag zwei Rennen für Sie. Und da gehen wir natürlich der Gruppe 2 hier um 150.000 Euro. Das Finale hier gehen wir an hier. Und da startet Basia mit Bel Avis. Aber wir gehen erstmal rein hier zum Samstag hier in 6. Rennen in Prix Daniel de Saint-Quentin. Das Rennen hier auf dem Plateau de Gravel hier. Es ist das 6. Rennen über 2850 Meter. Und es geht für die 5-jährigen Pferde um ganz, ganz viel Geld. Traders, habe ich ja schon angesprochen. Das Pferd läuft hier, das konnte zuletzt im Monté hier glänzen und hat die Fahrkarte für den Cornulier gesichert. Der Trainer Philipp Allais hat gesagt, das ist absolut sein Metier. Er ist ja auch sehr gut im Fahren, aber dieses Jahr wird es auf den Cornulier gehen. Er hat 500.000 Gewinnsumme, da würde er es schwer haben, über die Gewinnsumme reinzukommen, aber er hat die Fahrkarte gelöst, schlug dort die besten Monté-Pferde ja, der Welt, muss man schon sagen. Und jetzt geht es hier im Fahren gegen den Jahrgang. Das Pferd geht hier über 2850 Meter. Über 2,1 hat er ja schon einen Bold Eagle mal bezwungen. Aber jetzt mal gucken, ist im Hop oder Top mit ihm. Er springt oder gewinnt. Cobra Bleu hier mit Pierre Vercruz hier. Zwei Starts in der Provinz. Zwei konnte er dann auch gewinnen. Bei einem Ball unplatziert, aber ja, da haben sie ihn nur hinterhergefahren, aber die letzten beiden Starts waren sehr stark, hat schon ganz andere Pferde gesehen, aber er muss auf 100% sein, um einen Traders schlagen zu können. Ja, dann haben wir ein Pferd hier aus dem Gurato-Stall, Cash and Go von Pierre Pelaski, Frankie Nivar hier, der Fahrer, der wieder genesen ist. Ist ja runtergefallen und konnte dann ein paar Tage nicht fahren, aber jetzt ist er wieder voll da. Aber so richtig eingefunden hat er sich noch nicht ins Wintermeeting. Mal gucken, ob es an diesem Wochenende klappen wird. Cash and Go gewann zuletzt ganz, ganz stark. Von dem Pferd hält man sehr viel im Stall. Bestzeit von 12,5 und steht bei 217.000 Euro Gewinnsumme. Dann haben wir noch mein Pferd aus Schweden von Johann Untersteiner. Day or Night In mit Dominique Logonu, der jetzt unter der Woche mal ein Rennen endlich mal gewinnen konnte. Ja, aber das Pferd über 2.058 Meter, da sehe ich doch eher schwarz, wenn man in den Formspiegel schaut. Über die längere Distanz, was länger als 2,1 war, da lief es da nicht so gut. TCDT mit Jean-Michel Basier sowieso zu beachten. Aber Traders wird hoch im Kurs stehen, aber für mich ist die Opposition Cash and Go in diesem Rennen, die hat mir so gut gefallen. Traders muss natürlich hier auf dem Sprung sein, wenn er glatt geht, gewinnt er das natürlich hier ja, ganz, ganz souverän. Aber Cash and Go ist meine Opposition gegen Traders am Samstag im 6. Rennen. Und dann geht es weiter zum Sonntag erstmal in ein Reiten. Und zwar in das erste Rennen in den Prix Philippe du Rosier hier. Ein Gruppe 2 über die Distanz von 2175 Meter Bänderstart. Ja, Dextra Fomento hier. Überzeugt bei seinem Gruppedebüt. Das Pferd von den Levesque. Von Vater und Sohn hier, der Vater, der Besitzer und der Trainer, das ist der Sohnemann, der Thomas Levesque hier. Zweimal konnte er jetzt gewinnen im Reiten, das ist hier sein Metier und auch in dieser Disziplin hier gegen diese Pferde über diese Distanz sollte er weit vorne landen. Rimadelo mit Eric Raffon nicht mehr, da sitzt jetzt Damien Bonn drauf hier, Gurato hier, der Trainer, der sollte jetzt auf 100 sein, ging endlich mal wieder glatt. Und er mag die Distanz. War im September auch zeitgleich mit Dragon de Fresny. Die beiden treffen sich hier wieder. Dragon de Fresny, letztes Mal Vierter in einem Gruppe 1 Rennen, steht bei fast 600.000 Euro Gewinnsumme. Wird kurz am Toto stehen, aber der ist absolut schlagbar. Zumal Laurent Clos Abrivard hier noch nicht in Form ist mit seinen Pferden. Dragon d'Avril hier hat endlich mal einen Volltreffer verdient, das muss man sagen, zeigte Top-Leistungen und war zum ersten Mal auch vor Dragon de Fresné, das war beim letzten Mal, davor immer hinter ihm gewesen, auch weit hinter ihm gewesen. 2,175, das ist eigentlich die Distanz von Dragon de Fresné, aber Dragon d'Avril hat sich hier gut reingelaufen und das ist mein Tipp in diesem Rennen, im ersten Rennen, am Sonntag in Vincennes im Prix Philippe du Rosier. Und dann geht es jetzt weiter zum Hauptereignis an diesem Wochenende.
150.000 Euro dotiert. Das Finale du Grand National du Trot Paris Tour, der Primo Ries de Fourville, über 2.850 Meter Gruppe 2. Ja, tolles Feld hier zusammengekommen. Die Pferde mussten sich qualifizieren und ein Feld, was sich hier qualifiziert hat, war Bellavis, letztes Mal gewonnen über 2.100 Meter. Das war eigentlich gar nicht seine Distanz, aber die halbe Bahn war drauf. Da gab es nur 17 am Toto. Jean-Michel steuerte ihm zu Sieg, aber es wurde doch sehr knapp auf den letzten Meter. Auf dem langen Weg ist er viel, viel besser aufgehoben. Uniflosa Bella, die Neunjährige, greift nochmal an auf dem Plateau de Gravel. Eric Graffon kennt das Pferd. Ist auf den Punkt ja vorbereitet. Eric Graffon saß drauf, als sie in Caen gewann. Muss er mal gucken hier. Sie kehrt nach langer Zeit wieder zurück nach Vincennes. Also die letzten 20 Male war sie nicht mehr hier. Also ich bin mal gespannt, wie Uniflosa Bella sich hier verkauft. Vulcania de Gaudrel mit Barrier hier. Kleiner Trainer hier. Ist jetzt 2 Jahre gekommen, 8 Jahre alt. Aber besser denn je. Die Form sieht gut aus. Zweiter, Erster. Zuletzt hinter Barrio Jean-Zolan, der die Form zuletzt in Vincennes aufwertete. Also für mich hier eisenharte Stute, die unbedingt auf den Wettschein muss. Val Royal hier, das zweite Feld aus dem Basierstall. Napriva hier ist der Fahrer, Alexandre, zwei Eisen runter. Ja, und der wird immer wieder unterschätzt am Toto. Und Alexandre Apriva, der ist schon oft mit ihm gegangen, hat gute Leistungen gezeigt. Aber natürlich, 25 Meter müssen die Pferde geben auf einen Bellavis und auf einen Enfant de Mer. Muss er mal gucken, ob der noch läuft. Mit Christian Bigion, auch dieses Pferd wird ganz gefährlich sein. Ja, wer gewinnt dieses Rennen? Letztes Jahr war es ein Jean-Michel Basier-Starter, das war Aubryon du Guerre hier. Und hat dieses glorreiche Rennen gewonnen. Basier, wie gesagt, mit 25 Meter zu, Vorgabe hier vor den anderen. Ein ganz heißes Eisen im Feuer. Aber ich gehe mit dem zweiten Basierstarter, mit einem riesigen Außenseiter, mit Val Royal. Für mich kann das hier mal klappen. Das ist ein gutes Pferd, auf den Punkt sicher vorbereitet. Der muss auch die Stahlform mitnehmen von Jean-Michel Basier. Und ich denke mal, sie müssen ihn ja zufahren lassen hier, Écurie de Charme, über diese Distanz und vor allem, wenn es um so viel Geld geht. Also Val Royal hier ist für mich der Sieger im Finale du Grand National du Trot, der Primo Ries de Fourville. Ja, das war's hier schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück am Anliegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!